Daniel Jais, du bist eine Viertelstunde vorm Schlusspfiff gekommen. Wie geht man in so ein Spiel, wenn man weiß, man liegt 2-3 zurück, soll noch was reißen? Ja gut, ich meine, das ist ja immer dieselbe Situation, wenn du reinkommst. Versuchst du alles zu geben, versuchst natürlich ein Tor zu machen irgendwie. Hat heute leider nicht geklappt, aber ich denke, mit dem 3-2 haben wir trotzdem eine relativ gute Ausgangsposition fürs Rückspiel. Ein Tor und die Sache ist gelaufen und ich denke, das bekommen wir auch hin. Du sagst es gerade, was habt ihr euch eigentlich für das Spiel heute hier vorgenommen? Ist das ein Ergebnis, mit dem ihr zufrieden nach Hause fahren könnt? Gut, ich meine, vorgenommen haben wir uns natürlich mehr. Ich meine, einen Sieg wollten wir natürlich einfahren, aber es kommt halt, wie es kommt und ich denke, dass das Ergebnis schon okay ist. Also. Was können sich die Löwenfans jetzt in der Allianz Arena erwarten? Es sollen ja bis zu 15.000 kommen. Also die können sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass die Mannschaft sich dort auf dem Platz zerreißen wird und den Sieg einfahrt und wir somit aufsteigen. Warum spielt 60-2 nächstes Jahr in der dritten Liga? Weil wir einfach gut sind. Hat man heute leider gerade bei den Gegentoren nicht so gesehen. Die Abwehr hat ein bisschen geschwommen, eigentlich bei jedem Gegentreffer. Gut, ich meine, Fehler passieren. Das wissen wir auch selber, dass es vielleicht nicht optimal war, aber wir werden es auf jeden Fall am Sonntag besser machen. Super, Dankeschön. Ciao, servus.